Und damit herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Pokémon Gold. Ich habe jetzt gerade hier die Höhle verlassen und so ganz urplötzlich klingelt mein Telefon. Und wer muss der verpömpelte Arsch sein, der mich versucht anzurufen? Es ist natürlich der Dr. Professor Lind. Hallo Dennis? Ja, Mahlzeit. Na, was los? Ich habe hier etwas für dich. Ey, cool, 5000 Euro? Nehme ich gerne. Könntest du kurz im Labor vorbeikommen? Ich erscheine höchstens, aber das kann ich gerne machen. Bis später, ja, dann bis Tag später. Gut. Ja, also eigentlich wollte ich jetzt mit einer Aufnahme so gesagt noch warten. Aber. Haha, müssen wir doch machen. Weil, wir sind ja hier schon in der Stadt. Also in der... In the hood? Ne? So, wo muss ich jetzt lang? Halt, ich wollte hier runter. Dankeschön. So, weil wir werden jetzt erst nochmal hier auf die eine Route gehen und ein bisschen, verpümpelt die Trainer spielen. So. Wollen wir mal eben gucken. Wir müssen diese Route hier sowieso öfters mal hoch und runter laufen, beziehungsweise von oben wieder hinabsteigen, weil es gibt nämlich mehrere Trainer und ja, müssen wir halt so ein bisschen aufteilen, ne? So, ich würde sagen, Freaky fängt jetzt mal an. So. Sei auf alles vorbereitet. Lass mich mal sehen, wie gut deine Pokémon trainiert sind. Ich sag dir gleich eins, du hast keine Chance gegen mich. Oh, so ein dicker Wanderer, na bravo. Wanderer Wieland. Alter, was haben sich die Entwickler dieses Spiels eigentlich so gedacht mit der Namenvergebung? Wer nennt sich denn Wieland? Er hätte mir jetzt geschrieben, Wiegald. Also, so wie Wiegald Boning. Würde ich sagen, gut, okay, aber Wieland. Komm. Wow. Wow. Oh mein Gott. Level 24 haben wir. Oh, nee. Ich glaube, ich gebe sofort auf. Hat ja keinen Zweck. Wir werden gegen diese Pokémon ja überhaupt nicht ankommen. Auf keinen Fall. Wie man es gerade sieht. So. Ein weiteres Macholo. Da setzen wir jetzt einfach mal so... Justin. Dann nehmen wir den Justin, weil der hat ja auch so, mit vollem Schmackes und so, ne? Weiß Bescheid. So, hier armer Flammenrad, das müsste eigentlich reichen. Also, denke ich mal. Oder? Ha! Sag ich doch. Meine Nachbarn müssen auch denken, was ist das eigentlich für ein Bekloppter, der hier wohnt? Aber naja, das kann ich nur an meine Nachbarn zurückgeben, weil die sind genauso bescheuert. Aber egal. Ich möchte nicht über meine Nachbarn jetzt im Let's Play reden. So, ein Georock. Level 27. Hier kommen Aquaknarre, das reicht. Man muss es ja nicht gleich übertreiben, ne? Ha, Boom, Baby. Danke. So. Und Wieland, die Olle Potsau, ist besiegt. Oh, ich hab verloren. Ja, das, ja, komm. Ich sag dazu nichts mehr. Hat ja sowieso keinen Zweck. So, meine Damen und Herren. Jetzt würde ich sagen, verpömpeln wir uns mal in diese Richtung hier. Und da ist ein Item. Erstmal ein wildes Pokémon, das ist ja wichtig. Ein Steinklein. Kleinstein. Ja. Ja, komm. Ich nehme das jetzt einfach mal so mit, ne? Weil das ist für den guten Freaky auch wieder ein bisschen Erfahrung, ne? Und Erfahrung ist ja wichtig. Besonders im Leben, ne? So, oh, ein Top-Trank. Tatsache, war ein Top-Trank. Ey, cool. Hammer. Na? Welche Kampftechnik verwendest du? Ja, mit Schmackes drauf, ne?
Also nicht hier so, ja, da könnte man vielleicht mal ein bisschen auf Verteidigung gehen und, ja, jetzt mal so ein bisschen auf Angriff gehen. Ja, von mit vollem, aua, ja, das war jetzt gerade ein Schlag auf meinen Tisch, das, aua. Ja gut, ich bin verletzt, das war meine rechte Hand, ich darf nichts mehr machen. Setze starke Attacken nicht völlig willkürlich ein. Nö. Einmal mit Schmackes draufhauen, dann geht's, ne? Wie ich es gerade bewiesen habe. Aua. Ast-Trainerin Mira, also Ast-Trainer Mira, möchte kämpfen. Was ist ein Ding? Ein Maril. Ja. Komm, das kriegt der Freaky doch alleine hin. In der Zeit trinke ich noch mal einen Schluck. Was ich mir gerade so überlegt habe, diese Route hätte ich eigentlich, bevor ich mit dem Pokémon-Training angefangen habe, hätte ich diese Route auch noch machen können. Aber naja, jetzt ist es egal, jetzt machen wir das eben so, ne? Also, ist ja, ist ja kein Problem. So, der Shilock übernimmt jetzt Muffy. Einmal so schön mit Schmackes Donnerschlag, dann haben wir das Ding auch weg. So, und ich glaube, jetzt kommt noch ein Wasser-Pokémon, wenn ich da jetzt richtig lege. Oder? Hä? Noch ein Schlag, wunderbar. Da wechseln wir mal kurz auf der Olli. Olli, du Knödel-Heinz, jetzt bist du mal wieder dran und hier mit Schmackes, ne? Also nicht zurückhalten hier. Du machst jetzt hier, aber, ne? So. Und ich will ja mal wirklich hoffen, dass der Olli jetzt mal langsam Rasierblatt lernt, weil also in der blauen und roten Edition sollte ein Ultrigaria mit Level 38 schon Rasierblatt lernen und hier hat es jetzt mit Level 40 noch nichts gelernt. Also ich finde es ein bisschen komisch. Gut, dann habe ich eben verloren. Ja, auch schon gecheckt. Das, ja, gehört dazu, ne? So, jetzt geht es... Ach, hier, komm. Gehen wir gleich hier unten weiter. Weil da wartet nämlich noch so ein Arsch. Na? Ich habe hier ganz allein trainiert. Oh, und du lebst noch? Oder willst du jetzt heulen? Sieh die Früchte meiner Arbeit. Nee, will ich gar nicht sehen. Da habe ich kein, keine Dings dazu. Nee. Schwarzgurt Udo. Hm. Was hat er denn? Ein Maschok. Also ein Ding. Wie knuffig. Level 28. Hier einmal Surfer und weg ist das Ding. Das ist doch. Das ist so ein Witz. So. Achso, was ich vielleicht dazu sagen sollte. Ein Kampf aus dieser Route, beziehungsweise von Route 45, habe ich ohne Aufnahme gemacht. Da bin ich nämlich mal von einem, also von dem dichten Gras oben, bin ich außerdem ein bisschen zu weit runtergelaufen. Da bin ich halt in den Kampf direkt reingelaufen. Es war ein bisschen blöd, aber dafür wollte ich jetzt nicht extra die Aufnahme starten. Das, ja, hätte sich nicht gelohnt. Also ich hoffe, ihr habt da kein Problem mit. Wie gesagt, so vernünftige Pokémon hat der Typ auch nie eingesetzt, gegen die ich da gekämpft habe. Aber naja, ist ja egal. So. Na? Warum ich auf Berge klettere? Ja, das geht mich eigentlich gar nichts an. Ich will es doch gar nicht wissen. Hab ich dich gefragt? Hä? What? Weil es sie gibt. Wow. Ist ja voll informativ. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Warum ich Pokémon trainiere? Weil du sie besitzt? Ach so, weil es sie gibt. Wow. Das sind tolle Informationen. Die werde ich nie in meinem Leben vergessen. Was hat er gerade gesagt? Naja, ist auch egal. Roman! Alte Potsau! Jetzt seh mal zu, dass du hier in eine Puschen kommst. So. Ja, ach, da hat Freaky doch leichtes Spiel. Einmal kurz mit Schmackes. Genau, wunderbar.
Mensch, haben wir die Route auch gleich fertig. Ist ja Wahnsinn. So, was kommt noch? Ein Diktri. Würde ich jetzt gerne Muffy einsetzen, aber der hat da leider keine Chance. Ja, also heute ist da echt der Wurm drin. Wir lassen jetzt nochmal Olli dran. So. What the fuck? Wieso darf der Arsch als erstes angreifen? Ach, hat Diktri wahrscheinlich höhere Initiative als Olli. Aber naja. Ist ja nicht so schlimm. Ich sehe das ja nicht so eng. So, Niederlagen. Die gibt es auch. Ja. Warum habe ich denn verloren? Ja, weil es so ist. Sag ich jetzt mal. Ne? So. Gut, den Klötenhans hätten wir jetzt weg. Tschüssi. So, wir haben jetzt zwar hier noch eine Höhle. Seid mir nicht böse, da möchte ich aber nicht so gerne rein. Ach, siehst du, wir können hier nochmal eine Beere mitnehmen. Ha! Beere gefunden! Ich bin unglaublich gut. So, den anderen Baum lassen wir mal links liegen, weil das ist nur... Ja, das ist, ne? So, was haben wir hier? Angriff plus. Ja, das ist auch nicht so schlecht. So. So, und jetzt holen wir einfach mal den Olli nach vorne. So. Ich trainiere auch Pokémon. Das ist ein Ding. Möchtest du gegen mich kämpfen? Ja, du hast mich da angelabert. Warum fragst du doch? Mit Schmackes jetzt. Wir haben noch keine Zeit. Okay, wir sind nicht bei Stefan Raab, aber egal. Camper Patrick. Moment, Patrick hat sich auch schon lange nicht mehr bei mir gemeldet. Nee, komm, falsches Thema. Ein Minky! Wo hat denn Patrick dieses Pokémon her? Und Level 17. Also, ja, ist toll. Dankeschön. Und das war's mit Patrick. Ja? Ich hab dich besiegt? Da guckst du, ne? Na? Ich trainiere auch Pokémon. Es ist ja unglaublich, wie viele Pokémon-Trainer es gibt. Kämpfen wir! Ach, du fragst nicht, du sagst aber, ja komm, kämpfen, mit Schmackes. Was kriege ich denn, wenn ich gewinne? Nein, komm, das, geht schon wieder auf eine andere Richtung zu, ne? Picknicker Lotte. Lotte. Okay. Oh, ein Ponita. Weißt du was? Wir lassen mal Olli drin. Vielleicht klappt's ja. Ja, wunderbar. Finde ich gut. Und Olli kriegt gleich noch ein Level up. Komm, ja, komm, bleib's drin. Auch wenn du halt ein Nachteil bist, aber hier, du darfst da ja das angreifen, weil du ja Level 40 bist und weil du gut bist und weil du es kannst. So. Und jetzt vielleicht mal? Nö. Ich hoffe, Olli lernt überhaupt noch hier Rasierblatt und so. Weil ansonsten wäre das ein bisschen problematisch, würde ich sagen. Gut, Leute, ich werde jetzt aber nochmal eben kurz zum Dings hier zurückfliegen. Und wir machen dann, ich würde sagen, in der nächsten Aufnahmesession dann weiter. Wir müssen dann ja noch so zwei oder drei Trainer auf dieser Route besiegen. Und die holen wir dann beim nächsten Mal wieder. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser neuen Aufnahmesession von Pokémon Gold. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja, mir bleibt nur eins zu sagen. Ich verabschiede mich auf meine allbekannte Art und sage tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal. Ciao!